Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Oh mein Gott, wie lange ist das bitte her, dass ich das letzte Mal gesagt habe? Es tut mir total leid, dass in den letzten Wochen einfach so gar nichts mehr von uns kam. Das lag mit unter anderem daran, dass der Anfang der Schwangerschaft nicht so einfach war, wie wir uns das gedacht haben und wir auch seit Ende November fast durchgehend krank waren. Das muss man sich mal reinziehen. Ich glaube, das hatten gerade ganz viele, diese Krankheitsphase. Und da werden sich jetzt bestimmt auch viele angesprochen fühlen. Aber es war die Hölle. Und gerade wenn man ja ein Kind hat, was frisch in den Kindergarten geht und ein Kind hat, was in die Schule geht, dann wird hier ständig irgendwas Neues angeschleppt und jeder steckt sich an und jeder steckt den anderen gegenseitig irgendwie an und das ist einfach nur eine reine Katastrophe gewesen. Wie gesagt, es hat bei uns Ende November angefangen und hat bis jetzt angedauert, bis letzte Woche tatsächlich. Und jetzt ist so die erste Zeit, wo wir mal wieder runterkommen, wo alle gerade gesund sind. Toi, 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 dass das auch so bleibt. Ich freue mich einfach nur, wenn jetzt der Frühling kommt und diese Krankheitsphase vielleicht einfach mal überstanden ist. Ja, das kurz dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal ganz viel Spaß bei dem neuen Video. Ich gebe euch jetzt eine kurze Zusammenfassung der ersten Hälfte der Schwangerschaft und ja, viel Spaß. Ich glaube, das letzte Video habe ich gedreht ganz am Anfang der Schwangerschaft, als ich wirklich gerade ein paar Wochen schwanger war. Wir haben das ja auch direkt verkündet zu Beginn der Schwangerschaft, haben da auch keine 12 Wochen abgewartet. Das haben auch ganz viele nicht verstanden, aber ich persönlich finde, das ist Schwachsinn, diese 12 Wochen abzuwarten, weil es kann einfach die komplette Schwangerschaft über immer irgendwas sein und immer irgendwas passieren. Da binde ich mich jetzt gar nicht so an diese 12 Wochen. Klar, das Risiko ist da höher, aber selbst wenn was passiert wäre, bin ich, glaube ich, eher der Typ, der da offen drüber sprechen möchte, anstatt das irgendwie in mich reinzufressen, weil ich glaube, dass mir das gut tun würde, das zu sagen, es ist ja auch keine Schande, es ist, klar, es ist was Schlimmes, aber es ist jetzt nicht irgendwie was Schlimmes, was ich getan habe, was man verheimlichen müsste oder so. Und genau deswegen habe ich gedacht, macht das gar keinen Sinn, das irgendwie geheim zu halten. Wir wollten direkt unsere Freude mit allen teilen und das haben wir auch gemacht und das war für uns der richtige Weg. Das muss nicht jeder so machen und ich akzeptiere auch jede Entscheidung von anderen Frauen, weil ich finde, jede Frau darf das selbst entscheiden oder jedes Paar. Wenn da jetzt jemand sagt, nein, wir machen das gar nicht so, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und wir haben es jetzt aber so gemacht und für uns hat sich das gut angefühlt. Und ja, deshalb wusstet ihr von Anfang an, dass wir noch ein drittes Kind erwarten. Ja, der Beginn der Schwangerschaft, der war wirklich gar nicht so wie in den ersten beiden Schwangerschaften und auch gar nicht so, wie wir das erwartet hätten. Ja, weil es mir einfach echt schlecht ging. Also jetzt nicht nur von der Übelkeit her, klar, das hat auch nochmal eine große Rolle gespielt, weil mir extrem übel war, also mehr als in den anderen Schwangerschaften. Aber es war mehr so diese Antriebslosigkeit. Also ich hatte wirklich null Energie und damit meine ich wirklich null. Also mir war es echt zu viel, morgens aufzustehen und meinem Kind ein Brot für die Schule zu schmieren. Das hat mir so viel abverlangt, wie als müsste ich jetzt einen Marathon laufen oder so. Hört sich jetzt doof an, aber es war wirklich so. Das war so eine Überwindung einfach und es ist auch gar nicht so gewesen, dass ich hätte können den ganzen Tag schlafen, sondern es war wirklich einfach nur dieses, mein Körper hat überhaupt gar keine Kraft für irgendwas anderes, außer gerade dieses Kind irgendwie heranwachsen zu lassen. Ja, und wenn man dann natürlich noch 2 Kinder hat, dann ist das echt schwierig, dem da so ein bisschen nachzukommen und auf seinen Körper zu hören, weil man hat nun mal Verpflichtungen und ja, klar, die Große, die ist jetzt schon so weit, dass man sagen kann hier, oder dass sie so ein paar Aufgaben auch übernehmen kann. Die ist da einfach schon sehr selbstständig mit ihren 8 Jahren. Aber bei der Kleinen, die ist ja jetzt erst 2, da funktioniert das halt überhaupt nicht. Und die ist halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht in die Kita gegangen. Das ist jetzt wirklich auch erst ganz frisch, dass wir sie eingewöhnt haben. Deswegen war das schon echt eine harte Zeit.
Ja, und da hatte ich auch dann keine Energie, irgendwelche Videos zu drehen oder so. Das ist dann wirklich alles so komplett in den Hintergrund gerückt. Und auch unser kompletter Alltag hat sich einfach so nur um dieses Unwohlsein gedreht. Also um dieses komische Gefühl, dass man einfach nichts schafft. Dazu dann noch diese ganzen Krankheiten, die wir hatten mit Grippe, Magen-Darm. Das hatten wir noch, Scharlach, wirklich alles Mögliche, was es so gibt. Das war schon echt heftig. Aber jetzt sind wir zurück und jetzt haben wir wieder Elan, weil ich glaube so ab der, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube so ab der 16. Woche ungefähr ist meine Übelkeit auch weggegangen und auch diese Antriebslosigkeit. Also das war dann wirklich wie von heute auf morgen einfach verschwunden. Ich habe natürlich auch versucht, meinem Körper da irgendwie oder meinen Körper so gut es geht irgendwie zu unterstützen, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, gute Ernährung, viele Vitamine, viel trinken einfach auch. Und was ich auch gemerkt habe, ist dieses draußen an der frischen Luft einfach mal eine Runde spazieren gehen. Das hat mir auch gut geholfen, auch wenn man sich erstmal dazu zwingen muss. Aber als ich es dann gemacht habe, dann hat es mir schon gut getan, ja. Mit dem Baby ist alles super, das entwickelt sich hervorragend, das ist alles genau in der Norm, alles sieht super aus. Also jeder Frauenarzttermin ist einfach nur gerade sehr, sehr schön, weil ja, man natürlich nur positive Nachrichten bekommt und das Baby sieht im Ultraschall. Wir wollen uns dieses Mal ja mit dem Geschlecht überraschen lassen. Das heißt, wir lassen es uns nicht sagen und wollen bis zur Geburt warten. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh Gott, das halte ich niemals aus. Aber dieses Mal ist es irgendwie ein bisschen anders. Also bei den ersten beiden Mädels hätte ich das nicht gekonnt. Da musste ich das so schnell wie es geht irgendwie wissen, einfach nur so fürs Gefühl. Aber dieses Mal, ich will nicht sagen, ist es mir egal, aber ja, wie soll ich das beschreiben? Also wir haben zwei gesunde Mädels und ich finde beide Vorstellungen einfach wunderschön. Wenn jetzt noch ein drittes Mädel dazukommt und es sind einfach so drei Schwestern, das finde ich wunderschön, weil das habe ich mir als Kind immer gewünscht, noch Schwestern zu haben. Ich habe einen Bruder und ich wollte immer Schwestern haben oder mindestens eine Schwester, weil ich den Gedanken so schön finde, wenn man dann erwachsen ist und hat halt so seine Verbündeten, die einfach immer da sind. Genau, und wenn jetzt aber noch ein Junge dazukommen würde, fände ich das genauso schön, weil es einfach mal auch was anderes ist und man dann auch ja, das kennenlernt, wie es ist, wenn man einen Sohn hat. Und auch für meinen Mann, das glaube ich ganz cool wäre, hier in dem Mädelshaufen. Ja, also wie gesagt, ich finde beide Varianten einfach mega cool. Und deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich irgendwie besser finden würde. Ich meine, ja, es ist ja total verpönt zu sagen, Mädchen oder Junge, sein Wunschgeschlecht zu äußern. Aber ich finde schon, dass man das sagen darf. Das schließt ja nicht aus, dass man das andere Geschlecht irgendwie nicht haben wollen würde oder so. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Und die Hauptsache ist natürlich immer, dass das Kind gesund ist. Was auch nicht heißt, dass man ein krankes Kind nicht annehmen würde. Aber natürlich möchte man, dass sein Kind gesund ist. Das ist ja das Allerwichtigste. Mir ist das, oder uns ist es komplett egal, was es wird. Und deswegen haben wir dieses Mal gesagt, es wäre doch schön, das dann erst bei der Geburt rauszufinden, wenn das Baby dann wirklich auf die Welt kommt. Und ja, dass man dann erst weiß, okay, wir haben noch eine Tochter oder wir haben einen Sohn. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden. Und es ist gar nicht so einfach, mittlerweile im Ultraschall das zu verstecken. Meine Ärztin, die ist da Gott sei Dank, also die ist auch eingeweiht und die sagt uns auch nicht, was sie sieht. Und sie guckt auch immer, dass sie nicht da hinschaltet, wo man es vielleicht erkennen könnte. Und wenn sie das macht, weil sie natürlich da auch irgendwas gucken muss, dann sagt sie uns vorher Bescheid und dann machen wir immer die Augen zu. Und ich hoffe, dass wir das auch so bis zum Ende durchziehen können, dass da kein Fehler passiert, dass wir das dann vorher erkennen. Aber selbst wenn es so ist, dann ist es so und dann ist das auch in Ordnung. Ich bin da ganz entspannt. Und auch was die Vorbereitungen angeht auf das Baby oder für das Baby. Wir haben halt auch noch sehr, sehr viele Sachen von der Mathilda, die wir aufgehoben haben, weil wir ja wussten, dass wir noch ein drittes Kind haben möchten.
Und da sind sehr viele neutrale Sachen dabei. Und da mache ich mir auch gar keinen Stress, weil das Baby am Anfang sowieso gar nicht so viel braucht, wie man immer denkt. Und man auch im Nachhinein noch Sachen kaufen kann. Und so die ersten Sachen haben wir natürlich da, wie Bodies und Windeln. Klar, Windeln ist sowieso egal, aber also vom Geschlecht, aber von den Klamotten her ist, wird ja eh ein Baby, Sommerbaby. Und da brauchen wir jetzt auch nicht massig viel an Pullis oder dicken Stramplern oder Jacken oder was auch immer. Deswegen sehe ich dem ganz entspannt, wenn das Kind dann einfach nur ein Body trägt, dann ist das auch gut. Und ja, so von den Sachen, die wir noch haben, an Decken und so ein Kram, Spucktücher, die sind sowieso alle neutral bei uns, deswegen. Ansonsten, was das Babyshopping anbetrifft, bin ich da mittlerweile doch schon gut dabei. Also mir kribbelt es da echt immer wieder in den Fingern, gerade jetzt so. Ich merke immer so zur Hälfte der Schwangerschaft hin, da geht es echt so los. Ne? Da setzt so dieser Nestbautrieb einfach ein. Und man will dann auch einfach loslegen. Wir haben jetzt oben tatsächlich das dritte Kinderzimmer leer geräumt. Also es stehen noch so ein paar Sachen drin und es stehen auch schon die ersten Sachen fürs Baby drin. Aber ja, grundsätzlich ist das jetzt erstmal leer geräumt. Mein Mann hat seine Fitnesssachen und seine ja, Musiksachen, die er da drin hatte, jetzt nach unten geräumt ins Büro und hat sich da so einen kleinen Männertraum eingerichtet. Und das Zimmer oben ist jetzt frei und da wollen wir jetzt auch demnächst loslegen mit der Renovierung. Das heißt, Tapeten kommen einmal ab und neue Tapeten kommen dran. Ich würde gerne ein Dschungelzimmer einrichten, ja so im Farbschema grün, beige, weiß. Also ich glaube, da kann man ja dann auch nichts falsch machen. Und ja, mit einer schönen Tapete, wo viele Safari-Tiere drauf sind. Und ja, ich würde auch gerne so ein bisschen mit Wandvertäfelungen arbeiten, aber ja, da habe ich mir so schon so ein paar Sachen rausgesucht, wie das mal werden soll. Klar, ein Baby braucht am Anfang kein eigenes Zimmer und das hatten wir auch eigentlich gar nicht vorgehabt, weil es wird eh bei uns im Bett schlafen, das erste Jahr auf jeden Fall und danach werden wir sehen. Aber was mir jetzt echt aufgefallen ist, dass wir doch schon ziemlich viele Sachen fürs Baby haben, auch noch von Mathilda, die ganze Zeit auf dem Speicher waren und ich weiß einfach nicht, wohin damit. Also wir haben am Anfang gedacht, dass die Mathilda dann die Babysachen in ihr Zimmer kriegt, also in ihre Kommode und wir da die Klamotten unterbringen und so, aber der Platz reicht einfach nicht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir werden das Zimmer dann doch schon irgendwie vorbereiten, dass wir da einfach dann so Sachen wie Klamotten und vielleicht auch eine kleine Stillecke oder so einrichten, dass man sich dann da doch irgendwie so ein bisschen zurückziehen kann. Jetzt nicht, dass das Kind das Zimmer unbedingt irgendwie nutzen wird, weil das wird es nicht. Aber für uns und für die ganzen Sachen, weil das Zimmer ist ja nun mal da und das war ja auch vorgesehen als Kinderzimmer und früher oder später würden wir es eh einrichten. Deswegen machen wir es einfach schon jetzt. Und gewinnen dann ein bisschen Platz dazu. Und darauf freue ich mich, da würde ich euch auch gerne mitnehmen bei den Renovierungsarbeiten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt. Dann richten wir zusammen das Kinderzimmer ein. Ja, und ansonsten haben wir jetzt auch schon den Kinderwagen erhalten. Wir haben den bestellt und eigentlich habe ich gedacht, der kommt erst so ja, Anfang April. Wir haben uns für den Kinderwagen von Hartan entschieden. Den zeige ich euch demnächst auch noch mal genauer, weil der einfach wirklich, der ist so toll, also wirklich jetzt. Ich hatte damals bei Maria schon einen von Hartan und dieses Mal haben wir jetzt das neue Modell. Und es ist schon echt, also es ist schon echt gut durchdacht und da kann man, glaube ich, echt viel zeigen. Deswegen gibt es dazu noch mal ein extra Video, denke ich. Der kam auf jeden Fall jetzt schon an und den haben wir jetzt aufgebaut und der ist einfach wunderschön und ich freue mich, wenn ich dann bald das Baby darin einfach spazieren fahren darf. Ich glaube, jeder von uns freut sich, auch die Kleinste, auch die Mathilda, die schiebt jetzt schon den Kinderwagen hier durchs Wohnzimmer, weil er aktuell noch hier hinter mir steht. Ja, und ansonsten, was gibt es noch so zur Schwangerschaft zu erzählen? Ich habe dieses Mal eine Vorderwandplatzhinter.
Das habe ich mir tatsächlich auch schon gedacht, bevor die Ärztin mir das gesagt hat. Also ich hatte noch nie eine. Aber dieses Mal merke ich die Kindsbewegungen oder die Tritte einfach so, ja, ich will nicht sagen weniger, also sie sind schon da. Ich merke ja, dass das Kind sich bewegt, aber sie sind so abgedämpft irgendwie. Und es kommt nicht so wuchtig an meiner Bauchdecke an, wie ich das so gewohnt bin von den anderen beiden. Deswegen habe ich mir das schon so ein bisschen gedacht. Und meine Ärztin hat mir das jetzt auch bestätigt, das soll jetzt wohl nicht weiter schlimm sein. Also ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht so aus. Ich weiß nur, dass man die Tritte dann weniger spüren kann. Und das ist bei mir der Fall. Also ich merke das echt weniger, was vielleicht zum Ende hin gar nicht so schlimm ist, weil ich weiß, dass die Babytritte echt wehtun können. Genau, das war jetzt so das eine, was jetzt anders ist dieses Mal. Was noch anders ist, ist, dass ich eher so Gelüste auf herzhafte Mahlzeiten habe. Also ich könnte den ganzen Tag, ich könnte morgens mit einem Burger in den Tag starten, statt mit einem Nutella-Brot. Also ich weiß nicht, aber ich bin sonst wirklich morgens immer süß, egal was, ob es jetzt ein Joghurt mit Früchten ist oder ein Müsli oder eben das Nutella-Brot. Aber es muss halt irgendwie süß sein und mittlerweile, nee, brauche ich das irgendwie gar nicht mehr. Das ist irgendwie auch krass. Also das hat sich echt verändert. Das hatte ich auch noch nie. Ja, es sind echt so ein paar Sachen, die laut den Mythen, die so rumkursieren, ich weiß, dass man da ja nicht viel drauf geben kann, aber laut denen wird es ein Junge. Und auch die Mathilda, die redet von Anfang an von einem Bruder, obwohl ihr nie jemand dieses Wort Bruder irgendwie in den Mund gelegt hat. Ich wusste noch nicht mal, dass sie das kennt. Wir haben nie gesagt, Bruder oder Schwester. Wir haben immer eigentlich nur vom Baby geredet. Sie weiß, dass die Mama ein Baby im Bauch hat. Und sie hat von Anfang an irgendwie immer gesagt, kleiner Bruder. Und das finde ich so krass, weil ich nicht weiß, wo sie das her hat. Und ich weiß auch nicht, wie sie drauf kommt. Und manchmal haben ja so kleine Kinder da so einen Sinn für. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sie recht behält. Es bleibt weiter spannend. Ja, ansonsten fangen wir jetzt an, die Schwangerschaft zu genießen. Endlich mal, nach mittlerweile, morgen komme ich in die 22. Woche. Die Hälfte ist jetzt wirklich geschafft. Und es ging dann doch irgendwie schnell rum, wenn man mal bedenkt, dass ich euch das direkt in der 5. Woche, als ich es erfahren habe, oder 4. Woche, ich weiß gar nicht, weil ich echt so am Anfang direkt erzählt habe, ging es jetzt dann doch schnell rum. Wir freuen uns einfach auf diese Zeit, die jetzt kommt. Und würde sagen, ich beende an dieser Stelle mal das Video. Ich habe jetzt lang genug geredet. Ja, wir wollen jetzt wieder regelmäßig Videos drehen. Ihr könnt euch also freuen, dass jetzt wieder jeden Sonntag ein Video von uns online kommen wird. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben, welche Themen ihr noch gerne sehen würdet, was wir euch noch zeigen sollen. Vielleicht auch im Bezug zum Baby, zu der Ausstattung. Wie gesagt, bei dem Kinderzimmer würden wir euch gerne mitnehmen und auch den Kinderwagen würden wir euch gerne noch mal näher zeigen. Aber ja, wir haben ja noch genug anderen Kram, den wir euch gerne auch zeigen können. Ich finde so Videos immer interessant, was andere für ihr Baby so shoppen und einkaufen und was vielleicht noch praktisch ist, wo man vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Deswegen freue ich mich auf eure Kommentare und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.